Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Long Dark Winter Mute, Episode Nummer 3. Und ja, wir sind hier noch so mitten in der Nacht. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt schlafen können, das ist so ein bisschen ein Problem. Aber das Gute ist, ich bin ja gerade schon ein bisschen rumgelaufen, weil die Mission sagt ja, ich muss ja erstmal alle Ausweise finden etc. pp. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann muss ich hier auf jeden Fall ein bisschen rumgucken. Ich weiß noch nicht, ob ich das überlebe, weil wenn ich jetzt hier irgendwo einpenne, dann ist es natürlich blöd. Ist auch egal. Auf jeden Fall war ich jetzt erstmal auf der Suche nach den Leichen, nach den weiteren Leichen, die wir noch nicht gefunden haben. Und ja, dafür habe ich das jetzt erstmal gefunden. Euch bist du. So, wir nehmen das erstmal an uns. So, können wir das irgendwie mitnehmen? Geil wäre es, wenn wir den Koffer insgesamt hätten mitnehmen können. Hätten wir dann das nicht alles unbedingt dabei. Essen, was ist denn das überhaupt? Ach, essen wollte ich gar nicht. Na, ist egal. Wir essen es trotzdem mal. So. Ich werde es mal trotzdem mal direkt gleich essen. So. Was haben wir hier noch? Orangenlimo nehmen wir mit. Ich befürchte mal, da wir hier so viel an Essen finden, dass wir das nachher auch eben für die Dame dahinter brauchen. Also dass es nicht nur für uns ist, das wäre auch so ein bisschen egoistisch. Ich denke mal, oh hier vielleicht, den haben wir glaube ich, doch den haben wir schon, ne? Ja, haben wir schon. Wir brauchen noch Leichen. In Anführungszeichen, also was heißt brauchen noch Leichen? Ich brauche natürlich insofern keine Leichen mehr, aber... wir sind sowieso schon encumbert. Machen wir schon einen Ticken leiser. So, wir brauchen leider noch Leichen. Wir haben noch nicht alle gefunden. Ich weiß nicht, wie weit das hier noch geht. Die hatten wir auch schon, glaube ich. Ja. Ich höre hier irgendwen, höre ich hier noch rum. Umkeuchen. Auch immer nur dann, wenn ich bewege. Gehen wir hier oben lang. Das ist die, glaube ich, oder? Ist die dermaßen laut? Ich kann doch gerade mal eben was sehen. Aber ich glaube, das ist die. Das ist, glaube ich, nur die Frau, die da vorne liegt. Da unten mein Flugzeug. Zuerst das Insulin und alle Ausweise. Ich weiß nicht, wo die sein können, Mensch. Insulin haben wir ja schon. Müssen irgendwo noch Leichen sein, die ich so nicht sehen kann. Ich gehe hier unten nochmal lang, so ein bisschen weiter weg. Ja, du bist müde, ich weiß. Aber das Problem ist, dass ich nicht weiß.
Dass ich nicht weiß, wollte ich sagen. Höhle am Arschgard. So liest sich das, so hätte ich das fast gerade gelesen. Nee, was wollte ich sagen? Ich sehe nichts. Oh, warte mal. Ich sehe nichts, komm mal noch ein bisschen. So, machen mal. Ob wir dann nachher krepieren. Weißt du, es war ja, glaube ich, immer so, wenn wir nachher eingeschlafen sind. Dass wir dann auch entsprechend krepiert sind. So, Erste-Hilfe-Set nehmen wir natürlich auch mit. Aber wir nehmen es erstmal mit. Können wir hier schlafen? Ich kann nicht schlafen. Und hier muss doch noch jemand sein. Ich höre hier doch mal jemanden. Aber hier ist auf jeden Fall ein Bett. Hier können wir pennen. Das ist geil. Das ist wirklich gut. Ich höre doch die ganze Zeit immer noch jemanden. Das ist doch unglaublich. So laut kann die Frau doch gar nicht sein, die wir da versorgen müssen. Uns fehlen ja trotzdem noch irgendwelche Ausweise. Hm. Ja, das hört man doch. Irgendwo muss sie doch sein. Ich gehe hier nochmal ein Stück lang, vielleicht haben wir ja Glück. Hier liegen zumindest auch noch Koffer, also. Abgenutzte Wollmütze, Buch. Komm, wir gehen erstmal zurück. Wir gehen erstmal zurück und schlafen noch mal ein bisschen, weil das wird ja sowieso nichts hier. Lass uns noch ein bisschen was trinken. Dann gehen wir noch mal eine Runde pennen. Das nützt ja alles nichts. Sonst brechen wir hier selber noch zusammen. Das hat ja auch keinen Wert. Wollen wir das Bett da? Hier drin wird es ja warm, ne? Also in Anführungszeichen warm. So. Ein bisschen was trinken werden wir noch. Ich weiß nicht, ob sie das ist. So, ich muss aber leider pennen. Es tut mir leid. Wir machen mal 8 Stunden. Ist natürlich blöd, dass wir hier drin pennen und die andere nicht draußen, aber was sollen wir machen? Wir können sie ja nicht bewegen. Sonst hätte ich sie ja selber in so eine Höhle reingeschleppt. Sie lebt jedenfalls noch. Gefühlt -6. Noch 2 Stunden. Ah, Temperatur sinkt so leicht. Okay. Gut. Sure getting cold. Ja. Wir müssen uns jetzt gleich schon wieder ein bisschen aufwärmen. So, ich gehe mal nach ihr gucken. Aber wir müssen ja immer noch die Ausweise finden und wir müssen uns aufwärmen. Vor allem ist es hier gerade massiv kalt. Mist. Das ist natürlich echt blöde. Ich hatte auch schon untersucht, ne? Und die hab... Kann natürlich auch sein, dass... Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass noch in den Koffern vielleicht noch Ausweise sind. Ja, findet zuerst das Insulin, das haben wir schon.
Und alle Ausweise. Oh. Müssen wir uns ein bisschen wärmen hier. Zu kochen. Sink. Ich kann nicht laufen. Ich muss unbedingt. Ach, warte mal. Immer wenn ich ein bisschen weiter weg bin. Wenn ich ein bisschen weiter weg bin, dann höre ich sie. Wenn wir aber näher rankommen, dann hören wir sie plötzlich nicht mehr. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal so eine kleine Aufnahmepause. Ich werde mal weiter rumgucken, mich weiter umschauen und mich erstmal aufwärmen. Weil da das relativ unspektakulär ist, hocke ich mich erstmal in die Ecke. Und wie gesagt, mal erstmal eine kleine Aufnahmepause. Also, bis gleich. So, dann gucken wir doch hier mal. Ich glaube, die hatten wir auch noch nicht durchsucht, oder? Ah, guck mal, hier war sie. Nehmen. So, damit haben wir, glaube ich, alle. Jetzt müssten wir ja eigentlich helfen können. Hoffe ich. Neues Ziel, wir bringen Events zum Gemeindezentrum. Wenn sonst nichts ist. Deswegen haben wir auch nicht so viel zu futtern gefunden. Ich sag's ja. So, bringe sie zum Gemeindezentrum. Jetzt wird's ja richtig spaßig. Aber wir müssen sie tragen. Wir sind sowieso schon entkammert. Wie sollen wir das schaffen, bitte? Und vor allem, wir sind nicht unterkühlt noch nicht, aber wir sind auf dem besten Weg dahin. 56%. Tragen, Diagnose stellen. Wir werden erstmal diagnostizieren. Um zu gucken, ob sie was braucht. Sie brauchen Verband. Laien behandeln. So. So, damit wir sie erstmal so ein bisschen stabil kriegen. Aber dass die hier draußen überlebt hat, ne? Ich bitte euch, also. Das ist schon echt heftig. So, Gwen. Tragen. So, wir müssen Gwen aber auch erstmal so ein bisschen wärmen. Ich bringe sie erstmal zu dem Flugzeug da hinten, wo das relativ warm gewesen ist. Außerdem von dort aus. Ah nee, von dort aus kommen wir ja gar nicht mehr. Nee, Moment. Wir müssen einen ganz anderen Weg gehen. Hahaha. Wir kommen ja über das Flugzeug, kommen wir ja gar nicht raus. Wir müssen in die Höhle. Deswegen ist die Höhle wahrscheinlich auch da, damit wir sie da erstmal hinbringen. Und da drin ist es ja verhältnismäßig warm. Da müssen wir da auf jeden Fall noch ein Feuerchen machen. Dass wir sie erst ein bisschen wärmen, wir müssen uns ein bisschen wärmen. Ich würde sagen, dann werden wir uns auch noch einen Tag da aufhalten. Wo war denn das in der Höhle? Ah ja, ich weiß, sie erfriert. Nix, Mama. Oh, vorsichtig. War das hier unten mit dieser Höhle? Ja, hier war das mit der Höhle. Dann bringen wir sie erstmal in die Höhle, da ist es verhältnismäßig warm. Zumindest erfriert sie mir dann nicht. Dann machen wir uns ein Feuerchen, wärmen uns erstmal alle auf. Wärmen wir uns erstmal alle auf und dann sehen wir zu, dass wir. Sehen wir zu, dass wir das hier gebacken kriegen. So. Kann ich die jetzt hier irgendwie hinlegen? Ah, platzieren. Ah, okay. Was passiert? Ah, okay. Das ist ja, so, glaube ich, so gewollt, oder? Komm, ich platziere die mal hier drauf. So. Okay. 55, das ist schon mal gut. Da kann sie sich erstmal ein bisschen ausruhen. Und dann machen wir hier schön lecker Feuerchen hin. Wir hoffen, dass das hier funktioniert. So, Feuerchen, Feuerchen. Oh, so ein nettes Feuerchen. So, vielleicht hier so. So, was brauchen wir denn alles? Brandbeschleuniger nehmen wir natürlich gerne. Zedernholz, Rohr? Rohrkolben und Feuer machen. So. Erstmal schön lecker Feuerchen. Brennstoff hinzufügen. Zedernholz haben wir. Hinzufügen. Mehr haben wir auch schon nicht mehr. Dann gehen wir noch ein bisschen sammeln. 2 Stunden. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Können wir uns erstmal auch selber so ein bisschen aufwärmen. Aber brauchen wir erstmal Holz. Hagebutten sammeln. Ich nehme mal Hagebutten nochmal mit für uns selber, damit wir ein bisschen
was haben. Oh. Hauptsache, sie guckt sich mal die Beeren eine halbe Stunde an. Und dann Holz. Und außerdem müssen wir uns mal eine Route zurechtlegen, wo wir am besten längs laufen. Sollten wir hier noch was mitnehmen? Nein. Ich werde ganz taub, ja, ich bin schon taub. Ah. Ich würde das eigentlich ganz gerne so mitnehmen. 5 Minuten. So. So. Ich werde hier auch die, wie ich schon sagte, definitiv die Nacht auch noch verbringen. Weil in dem Zustand werden wir es sowieso nicht schaffen. Weder ich noch sie. Da müssen wir mal gucken, wie wir das gebacken kriegen. Getragene Kampfunterhose. Kampfunterhose. Kampfhose. Ja, gut. Dann ein bisschen Holz sammeln. Dann kriegen wir das Feuer noch ein bisschen. Ich gehe auch gleich hin, nochmal gucken. Ich glaube, ich hatte da noch Zedernholz oder sowas gesehen. Wir sind auch schon wieder am Erfrieren hier. Weiß nicht, ob ich mehr tragen kann. Du wirst mehr tragen müssen, Frau. Du musst dich zusammenreißen. Wir müssen das gebacken kriegen hier. Außerdem muss ich erstmal sehen, wie wir überhaupt erstmal rauskommen aus dem Laden. Ach, guck mal, hier sollen wir lang. Ja, guck mal, das ist dann schon wie richtig schön prädestiniert hier, der Weg. Wo sind wir denn gerade? Kirchenartefakt. Kann das sein, dass wir vielleicht hier das Kirchenartefakt finden? Dass wir vielleicht hier rumgehen müssen? Ich werde mal ein bisschen laufen. Tut ja nichts. So, getragenes Wollhemd. Lassen wir mal. Genutzter Wollschal. Sweatshirt. Ne, lassen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir hier weiterkommen. Erfüllungsrisiko. Hier kommen wir auf jeden Fall runter. Aber da oben müssen wir hin, zu diesem Kirchenartefakt. Ein Dieb hat ein Artefakt aus der Kirche in Thompson's Wheelcross gestohlen. Da die Stadt so abgelegen ist, hat das Artefakt sicher einen hohen Wert für die Einwohner. Bemühe dich, den Gegenstand zu finden und zurückzubringen. Drücke J für weitere Informationen. 43%. Durchsuche, geh in den Keller bei Skeeters Abhang. Geh in den Keller bei Skeeters Abhang. Durchsuche die Hütte. Untersuche die Hütte bei Skeeters Abhang, bei der Verdächtige zuletzt gesehen wurde. Ich suche die Kirche nach weiteren Hinweisen zum Diebstahl. Wir müssen das irgendwie finden. Kirchenartefakt. Hier müssen wir irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir das rumfinden. Ich will das auch nur mal erspähen hier, ob wir. Hier scheint nichts zu sein. Gut, also hier, das müsste die Route sein, die wir wieder zurückkommen. Oder? Ja, hier kommen wir unten raus, dann können wir sie hier zur Hütte bringen. Das machen wir beim kommenden Tag. Okay, alles klar. Ich wollte mir das nur einmal vorher angucken, bevor wir da irgendwie jetzt 30 Kilometer laufen mit ihr auf der Schulter. Und dann letztendlich doch nichts finden. Ne? Deswegen, lass uns das so machen. Ja, dann müssen wir sie hier irgendwo längs schleppen. Das wird schon nicht so lustig werden. Aber ich würde ganz gerne das Kirchenartefakt noch finden. Bevor wir weiterziehen. Heute ja, wie gesagt, sowieso nicht mehr, aber was muss er machen? So, Stock nimmst du mit. Halte durch, Astrid, halte durch. Das kriegen wir hin, zusammen.
Das kriegen wir hin. Wir kriegen das gebacken. Ich finde es so blöd, dass sie die Hütte nicht mehr markiert haben. Das finde ich echt mies. Sonst hätte ich das vielleicht noch ein bisschen leichter. Aber wir wissen ja, wo sie die Hütte ist. Aber trotzdem wäre es ja schöner gewesen, wenn man das ein bisschen genauer weiß. So. Noch ordentlich Holz sammeln. Das bringen wir erstmal in die Hütte, damit wir schön Holzreserve haben. Ah ja, komischen Wölfe hier. Was haben wir hier eigentlich noch? Außer Holz. Nichts weiter, okay. Gut, ab in die Höhle. Holz nachlegen. Zum Glück stellt sie sich beim Feuermachen nicht so an wie unser Kollege hier aus Green Hell. Ein bisschen aufwärmen kurz am Feuer. Ah, herrlich. So, Brennstoff hinzufügen. Stock 1 von 34. Oh, richtig schön einheizen hier den Laden. So. 5 Stunden 43. Über 30 Grad. Ich will hier 60 Grad im Raum haben. Wie geht's dir? Du bist für 66. Sehr schön. Achso, wir müssen es ja auch noch ein bisschen aufwärmen. Das wäre vielleicht sinnvoll. So, kochen. Können wir hier irgendwie... Wir können auch irgendwas garen, ne? Warte mal. Einen Kräutertee können wir uns mal reinpfeifen. Auswählen. So, und ein Süppchen vielleicht. Wir machen uns auch mal ein Süppchen warm. So, Spitzenpfirsiche. 98. Recyclingdose. Ich weiß nicht, was wir damit noch brauchen. Machen können. So, machen wir uns die nochmal warm. Können wir dir eigentlich, ups. Nee. Können wir dir eigentlich irgendwas Gutes tun? Tragen, Diagnose stellen, okay. Also wir können dir auch nichts zu essen geben. Schade eigentlich. Ich hatte da so ein bisschen die Hoffnung. So, auswählen. So. So, trinken. So, das gibt uns natürlich wieder richtig schön. Auch Temperatur. Ja, wunderbar. Temperatur steigt. 10 Minuten bis zum Garpunkt. Das warten wir nochmal kurz ab. Verbessertes Ausruhen. Hm. Wir werden auf jeden Fall gleich noch ein bisschen Feuer organisieren, dass wir hier... Feuer organisieren. Feuerholz organisieren, dass wir hier wirklich ein bisschen weißer Geier waren noch einheizen können. Schade, dass ich die Kohle nicht mitgenommen habe, aber das ist ja mit Abstand auch eines der schwersten Sachen. Und so wie sich das anhört, sind die Wölfe auch schon ganz heiß. Ich glaube, die riechen das schon. Dass sie hier Möglichkeiten haben. 4 Minuten bis zum Garpunkt. Hauptsache, ihr geht es ein bisschen besser hier. Dann bringen wir sie zur Hütte. Dann machen wir da auch noch ein kleines Päuschen. Da kann sie sich dann auch weiter ausruhen. Und dann läuft das schon. Dann kriegen wir es gebacken. Eigentlich ist der Weg nachher bis zum Gemeindehaus. Das wird schon... Das wird dann schon schwierig. Okay, gut. Wir haben uns aufgewärmt. Super Sache. Dann holen wir uns noch ein bisschen Holz. Ein Baden Holz. Und dann geht das schon. So. Dreimal. Schön Holz holen. Schön satt Holz holen. Ich hatte auch irgendwo noch gerade... Warte. Können wir da uns was ausschnibbeln? Oh ja, Zedernholz. Sehr gut. Wunderbar. Das brauchen wir. Richtig schön satt Holz. Ich hoffe, dass wir sie auch tatsächlich in einem Rutsch zum Haus hinkriegen. Wir müssen zurück. Es ist so kalt. Wir werden es auf jeden Fall gut gewärmt. Das ist gut. Und sie muss was zu trinken haben.
Aber wie geben wir denn was zu trinken? Wie geben wir ihr denn was zu trinken? Diagnose stellen vielleicht. Müssen wir gleich mal gucken. Brennstoff hinzufügen. Tannenholz. 8 Stunden. Ah, guck mal hier. Zedernholz. Zack. 11 Stunden, 26. 71 Grad. Das will ich sehen. Hier. Hochofen. Momentan kann ich mehr Brennstoff. Wie nicht mehr Brennstoff? 80 Grad. Da geht auch noch was. Dreistellig. Ja, Spaß beiseite. Hauptsache, wir kriegen das. Hauptsache, wir kriegen das hier einigermaßen gebacken. So. Ich versuche mal bei ihr die Diagnose durchzuführen. Weil... Let's see what's wrong here. Ah, okay. Alles klar, so können wir sie also... So können wir sie also mit Wasser versorgen. Leiden behandeln. So. Sehr schön. Sehr gut. Dann klappt das ja wunderbar. Dann kann ich gleich noch ein bisschen Wasser organisieren. Recyclingdose. Schnee schmelzen. So. Können wir überhaupt noch irgendwie Wasser garen? Garen. Ah, okay. Das heißt, wir sind da tatsächlich darauf angewiesen, hier die Dosen zu haben. Wir können also nicht mal ebenso Feuer machen. Und Wasser drin kochen. Diagnose stellen. So, ihr geht's anscheinend gut. Die Werte sind auch in Ordnung. Allerdings braucht sie verdammt viel Wasser. 10 Minuten bis zum Schmelzpunkt. Ja, gut. Das ist auch echt blöd. Wie spät haben wir es denn? Ah, Sonne geht schon wieder runter. Das geht ja fix. Ich hole noch ein bisschen Holz. Dass wir zumindest ein bisschen was da haben. Damit in der Nacht nicht irgendwann das Feuer ausgeht. Obwohl, kann eigentlich nicht. Wir haben ja fast 12 Stunden. Wir haben ja fast 12 Stunden lang Feuer. Also das ist eigentlich easy. So, nochmal hier den fetten Ast nochmal nehmen. Die geben nämlich gut Holz. So, wunderbar. Eigentlich sollten wir genug Holz haben. In Kammer sind wir wie Schwein, also... Den großen Baum mit. Wenn du den Kram ablegen kannst, wenn du fertig bist. Wir haben zu tun, Astrid. Wir haben zu tun. Wir haben Dinge zu tun. Obwohl das schon ganz schön fies ist. Bei dem ganzen Zeug, was wir dabei haben, ja, schon. Ist schon heftig. Aber guck mal, das ist nämlich auch der Grund, warum wir halt so viel an Essen gefunden haben. Damit wir nachher. Damit wir sie mit versorgen können. Das haben wir wahrscheinlich alles verbrutzelt hier, ne? Recycelte Dose. Ja, ist wieder alles verkocht. Natürlich wieder nichts gemacht. So, machen wir nochmal den. Und nochmal Wasser. Und nochmal Garn. So. Wie geht's dir? Wenn 100%, das ist gut. Diagnose stellen. Bisschen Wasser brauchst du wieder noch. Ja, gut. Bitte schön. Trink. Können wir eigentlich da draus? Eine Minute bis zum Schmelzpunkt. Bis zum Siedepunkt. Ich frage mich nur gerade, ob wir Tee noch zubereiten können. Ob sie dann vielleicht ein bisschen mehr... Ob wir ihr dann nachher sonst Tee geben. Weil wir haben die Hagebutten draußen gefunden. Das macht vielleicht Sinn. Da waren doch noch Hagebutten irgendwo, ne? Oder war das nur die 2, 3 Hagebutten, die wir vorne gefunden haben? Ach so, okay. Waren tatsächlich nur die 2, 3 Hagebutten. Eine Hagebutte hing noch dran und die haben uns nochmal einverleibt. Würde mich nochmal interessieren, ob ich ihr auch Tee geben kann. Ob das ihr ein bisschen mehr bringt. Kochen bis zum Siedepunkt. Kochen 8 Minuten bis zum Siedepunkt. Bis zum Garpunkt warten. 30 Minuten bis verkocht. Okay. Nehmen, zurücklassen. Wir nehmen das erstmal.
nehmen. Gut. Garen. Ah, okay. Garen. Kräutertee. Nehmen wir mal Kräutertee. Garen. Und da auch nochmal Garen. Kräutertee. Garen. So. Dann versuche ich ihr das mal zu geben. Wie viel haben wir noch? 8 Stunden 50? Boah, nur ein bisschen nachlegen, wa? Boah. Er geht nicht. Wunderbar. Ja, dann gebe ich ihr gleich nochmal Tee und dann schauen wir mal, ob sie das überlebt oder ob das einen Effekt hat, so wie bei uns. Das wäre nämlich echt super. 5 Minuten bis Garpunkt. Was ich gut finde, dass man das, dass man hier so lange warten kann. Nehmen. So. Nehmen wir das Garpunkt. Nehmen. So, ich versuche das nochmal bei ihr. Mal gucken. Diagnose stellen. Let me have a look, okay? Und dann wollen wir auch gleich noch was futtern. Keine Leiden. Okay. Das, wie können wir jetzt hier pennen? Wir konnten doch hier auch noch schlafen, ne? Wie ging das noch? Warte mal, Optionen. Anzeigequalität, Steuerung. Maus-Glättung, Mauszeigeempfindlichkeit, Gamepad aktivieren. Maus-Glättung, Steuerung. Mausempfindlichkeit. Ich meine, es gab eine Möglichkeit. Tasten da. Wo man selber schlafen kann. Gucken, Aktion, platzieren, werfen, weglegen. Kleidung, Lichtquelle, Köder, Feuer, schnell speichern, schnell laden, Debug, Screenshot. Screenshots auf den Desktop. Okay. aber irgendwo, ich meine, es gab doch hier eine Möglichkeit, wo man noch schlafen kann. Weglegen, neu laden, platzieren. ESD, weglegen. Survival-Menü. Ah. Also sonst müssten wir nämlich... Sonst müssten wir sie nämlich erstmal da runterziehen, weil sonst kann ich selber nicht schlafen. Das macht ja auch keinen Sinn. So. Ach ja, so wie spät haben wir es denn? Ah. Gute Frage. Essen. Oh, brauchen noch unbedingt. Oh, 600. Das klingt natürlich richtig. So. Die sind aber ordentlich gegangen, die Wölfe. Du meine Güte. Eine Dose pfeifen uns noch rein. Damit wir auf 100% sind. So, wie können wir jetzt hier schlafen? Ich tut mir leid, ich muss dich, glaube ich, mal ein bisschen zur Seite legen. Ich leg dich mal aber direkt mal daneben. Don't give up. I won't leave you. Vielleicht mit dem Rücken so ein bisschen in der Nähe vom Feuer. So, ich leg dich mal hier hin. Es tut mir zwar leid, aber ich muss ja selber pennen. Ich kann, glaube ich, nur im Bett schlafen. So, ich mach mal 7 Stunden. Ich hoffe, dass sie es überlebt. Dann wollen wir gleich sehen, dass wir uns mal abtransporttauglich machen. So. Wie geht's ihr? 100, okay. Spät haben wir es. Ist immer noch mitten in der Nacht. Scheiße. Wenn geht's verhältnismäßig gut, aber ich gebe jetzt mal Tee. Auch wenn der jetzt wahrscheinlich erstmal abgekühlt ist. Ach, wir können ja gar nichts anderes geben. Na, das ist ja auch doof. Ah. Ja, ist doch gut. Scheiße. Das ist ja blöd, dass wir hier so wenig Wasser nur haben. Na gut, erstmal selber ein bisschen weiter ratzen.
Wir hoffen, dass gleich... Ah, die Sonne geht bald auf. Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen Wasser kochen. So, einmal Schnee schmelzen, garen. Schnee schmelzen, garen. Zack. Aber wir brauchen noch ein bisschen Wasser. Das wird sonst heikel hier. So, nochmal was trinken. Haben wir hier noch... Ja, ich weiß, hier ist kalt. Ich weiß... Ich bin mal gespannt, wie wir das schaffen wollen, weil unterwegs kommen hundertprozentig noch Wölfe, da bin ich so sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob wir laufen können überhaupt. So. So, 7 Minuten bis zum Schmelzpunkt. Da warten wir 17 Minuten bis zum Siedepunkt. So, ist verkocht. Okay, dann nehmen wir das mal. So, Fackel nehmen. Wollen wir uns denn noch eine Fackel mitnehmen? Brennstoff hinzufügen. Wir nehmen uns mal eine Fackel mit. Und dann nehmen wir nämlich Gwen. Packen nämlich Gwen gleich mit ein. Okay. Gut, wir schmeißen die Fackel mal eben weg. Können wir die Fackel nicht nehmen nochmal? Ach, toll. Laufen ist auch nicht wirklich. Wie sollen wir das bloß schaffen? Alter Schwede. Und vor allem drei... Beziehungsweise zwei so eine Pfeile. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen mit ihr. Das ist nicht weit, ja. Das sagt sie so, das ist nicht weit. Für mich ist es schon weit. Oh Mann. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir ein kleines Päuschen. Jetzt haben wir erstmal dafür gesorgt, dass Gwen erstmal überlebt. Und mal schauen, ob wir es auch bis zur Hütte schaffen. Da wir jetzt aber schon bei fast 40 Minuten wieder sind, denke ich mir mal, ich werde an dieser Stelle mal speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge The Long Dark wieder. Auf dem Weg. Auf dem Weg zur Hütte. Mal schauen, ob wir es schaffen. Schauen wir mal. Hoffen wir das Beste. Also, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge The Long Dark mit der Mute Episode 3 wieder. Bis dann. Tschüss. Hold on. Genau. Hold on.